Ja, viel besser. Und damit hallo und herzlich willkommen zur der Stranger Things Folge von Animal Crossing. Mein Nuckfunk klingelt okay. Ist mir egal, denn nach dem super tollen Trailer, den ihr gerade am Anfang gesehen habt, schmeiß mich gleich sofort auf die Insel mit dem Ziel, das Labor zu finden, wie es im Trailer schon angedeutet wurde. Also, bis gleich. Öffnen Sie nun Ihre Augen. Okay. Ich glaube, ich bin da. Im tiefen Schlaf. Okay. Ich habe von dieser Insel nicht mehr gesehen als ihr. Also nur den Trailer. Der Karte zu urteilen sieht es schon sehr gut aus. Ich glaube, da oben links, da wo der Pfeil ist, da soll das Labor sein. Oder oben rechts. Mal gucken. Zumindest soll ich das Labor finden. Und das ist jetzt mein Plan. Aber ich glaube, ich starte vom Flughafen. Wo ist der Flughafen, liebe Karte? Da auf der anderen Seite. Okay. Weil normalerweise kommen wir ja vom Flughafen zur Insel. Deswegen würde ich sagen, starte ich auch einfach da, dass es fair ist. So, was steht auf dem Schild? Strange things happen here. Okay. Das hört sich schon mal sehr gut an. Hallo, wer bist du denn? Erik. Wo kommst du denn her? Ja, ich dachte, du heißt jetzt vielleicht... Aber ich habe absolut keine Ahnung, wie die Leute heißen. Ich schaue zwar gerade die Serie an, aber ich habe absolut keine Ahnung mehr. Weil ich glaube, ich habe die Staffel 3 2019 geguckt. Kommt es hin? Zumindest war sie da relativ frisch. Obwohl wir sind bei Staffel 5, ne? Geil. Boah, ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß, dass der eine Hopper heißt. Der, wo jetzt die Freundin da ist, bei diesem russischen Labor da und so, ne? Soweit bin ich auch noch. Und ich bin halt, ich habe jetzt die aktuellste Folge geguckt. Ich weiß, dass jetzt heute das Finale kommt. Doch einen Namen weiß ich noch. Steve Harrington. Das ist, glaube ich, auch mein Lieblingscharakter. Aber sonst, wie gesagt, bin ich mit dem Namen komplett raus. Außer Elfie kenne ich noch, die auch Chain heißt. Aber wie gesagt, Namen, sonst bin ich komplett raus. Hallo. Ja, ich mache mein Bild, okay. Hallo. Ja, hi, ich bin mal meine allerbesten Superfreunden. Selfie, Leute. Selfie, woo. Okay, dann weiter geht's. Ich habe absolut keine Ahnung, wo das hier sein soll. Zumindest glaube ich definitiv, dass es die vier Leute, die vier Jungs sein sollen. Ach, stimmt, Max kenne ich noch. Hi, du bist Edelmira. Should I stay oder should I go? Keine Ahnung, kannst du machen, was du willst. Kannst du ruhig bleiben. Kannst mit mir das Labor suchen, wenn du möchtest, bitte. Should I stay or should I go? Okay, dann nicht. Hallo. Was ist hier? Ein Lagerfeuer. Oh, am besten ist es jetzt da, wo die, wo Max und der Typ so, ne, wo die gefangen genommen wurden in der letzten Folge, obwohl in der Folge davor, wo dann die anderen vier mit dem Boot da weggehen. Ja. Und warte, ich kenne, glaube ich, noch einen Namen. Chris? Chris, heißt es so? Das Mädel, das gleich am Anfang von Wegner weggeklatscht wird? Ich glaube schon. Hallo? Oh, das ist echt gruselig hier. Hallo, kann ich hier sogar durch. Hi! Das ist richtig gruselig. Okay, da vorne ist zumindest nicht das Labor. Aber eventuell ist es Wegner. Obwohl Wegner da noch gar nicht... Die gibt es da, glaube ich, noch gar nicht. Hier sind sonst nur die... Oh ja, das soll ja sogar der sein, ne? Der Emo-Gorgon. Heißt der so? Weil ich weiß... Dass in GTA ein Auto so ähnlich heißt, aber es heißt... Heißt es auch Imogorgon? Nein, es heißt Imorgon oder so. Zumindest heißt irgendein Auto auch so. Kann ich hier rüberspringen? Nö. Und ich habe mir noch letztens den Tod von Bob angeguckt in der dritten Staffel. Oder wie ich ihn nenne, von Samwise Gamgee. Oh ja. Ich fand ihn voll traurig. Obwohl auch manche geschrieben hätten, wenn der losgerannt wäre, dann hätte er es wahrscheinlich geschafft. Hier mal kurz ein kleiner Clip. Also, wie gesagt, wenn er gerannt hätte, hätte er es vielleicht geschafft, aber wäre ja langweilig, wenn er nicht gestorben wäre. Zumindest haben ja die Hauptcharakter überlebt. Das ist ja schon mal super. Jetzt rede ich hier wieder viel zu viel, ey. Genau, hier ist ja jetzt der Anfang. Jetzt kann ich hier nur nach rechts. Okay. Oh ja, das habe ich im Trailer gesehen. Hier sind die Fahrräder von den Jungs. Oh mein, ist das cool gemacht mit dem Tunnel hier. Hallo? Soll hier Chain Hopper wohnen? Hallo? Bin auf Nahrungssuche, ey. Ich glaube nicht. Obwohl, es könnte wirklich Hopper sein, der auf Nahrungssuche ist. Castle Byers. Cool. Obwohl, ich weiß noch eine Sache. So ein richtiges cooles Easter Egg. Ich glaube, in der ersten Staffel wird der Name Radagast gesagt, weil ja die Jungs so ein komisches Spiel spielen. Und Radagast ist der Name eines Zauberers in Herr der Ringe. Beziehungsweise ein Hobbit. Weil in Herr der Ringe in den Filmen, glaube ich, wird er nie erwähnt. Und ich weiß auch nicht, ob er in den Büchern erwähnt wird. Aber Hobbit ist ja zumindest sogar mal zu sehen. Okay, hier kann ich, glaube ich, nicht weiter. Dann gehe ich wieder zurück. Da sind wir wieder. Und jetzt nach rechts. Genau, hier sind wir ja aufgewacht. Ja, hat jetzt nicht so viel gebracht, dass ich versucht habe, ehrlich zu sein, aber okay. Hier kann ich dann da weiter. Okay. Hallo. Oh, hier ist der Swimmingpool. Das ist sogar echt cool gemacht. Man kann da sogar drauf laufen. Ist das cool? Hey, das ist richtig cool gemacht. Jetzt mal for real. Okay, hier ist jetzt auch nichts weiter Besonderes mehr. Hi, na, wer bist denn du? Du bist bestimmt schon tot. Wurdest von Wegner auch schon aufgefressen. Coco. Ja, der Name ist auch so. Wie schön, dich wiederzusehen, obwohl wir kennen uns doch gar nicht. Oh, ja, hups. Entschuldige bitte. Ich bin eben erst aus meinem herrlichen Traum erwacht und noch nicht ganz bei mir. Ja, ist nicht mein Problem.
bist wahrscheinlich wirklich schon tot und bist in Vecna drin, in dieser komischen Parallelwelt da. Wo ja Max die einzige ist, die geflohen ist. Und da gibt's auch das Mädel, ne? Irgendwie Freunde von Steve oder so, ne? Zumindest ist sie geil auf Steve, die ja jetzt halt von Vecna besessen ist. Hier könnte ich weiterkommen. Oh, hier ist bestimmt das Haus von anderen Leuten. Oh, ich fühle mich so gerade so kacke, dass ich den Namen nicht weiß. Hawkins. Ah, so, aber Hawkins ist doch die Stadt, oder? Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht gut, wenn ich da reinlaufen würde. Hello. Okay, komme ich auch nicht weiter. Kann ich mich da durchschummeln? Ja, nö. Okay. Hello. Hi, na? Einmal bitte hier hoch. Ja. Und dann, da ist nichts Besonderes. Da ist doch, ja, nichts Besonderes. Okay. Da sind noch ein paar Häuser von bestimmt irgendwelchen anderen coolen Leuten. Ja, ja, okay, okay, ja, ja. Hier ist eigentlich auch cool gemacht, so eine Brücke, ne? Warum sind die Menschen so kreativ und ich bin so blöd in dem Spiel? Och, Mann. Und gut, dass es hier auch Nacht ist. Weil dann ist es hier nochmal ein bisschen coolere Stimmung. Ist es ein Haus? Nee, das sind einfach nur zwei Stände. Okay. So, wo war ich jetzt noch nicht? Weil ich musste das komische Labor finden. Da oben links war ich noch nicht und da rechts war ich noch nicht. Okay, dann versuche ich erstmal nach rechts zu kommen. Okay, hier hoch. Genau, da war ich nämlich noch nicht. Doch, da war ich schon. Aber ich bin hier nicht weiter. Ja. Aber ich glaube, hier ist es auch nicht das Labor. Stimmt, beim Labor. Stimmt, da gibt es ja jetzt, was viele gesagt haben, dass der Typ, der die Nummer 1 ist, dass der voll der hübsche Schauspieler ist. Also, wenn er jetzt nicht weg ist und so, ne? Sondern einfach, wie halt auch im Labor, wo da alle Kinder weggeklatscht hat. Da war er irgendwie voll der hübsche, haben viele Leute gesagt. Hier geht's sogar tatsächlich weiter. Wow. Hallo. Dann kann ich hier nochmal rum und dann. Ja, muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Ja, danke für diese Verarsche. Och, Mann. Okay, das heißt, es gibt jetzt nur noch einen Weg oder eine Seite, wo ich noch nicht war und die ist ganz oben links. Okay, hier. Aha, soll das Labor sein? Könnte sogar tatsächlich gut möglich sein. Das ist aber cool gemacht mit dem Museum hier. 11? Nee, das ist doch das Einkaufszentrum, oder? Oh, ich weiß es nicht. Aber auch cool, dass da so Coca-Cola-Werbung drin ist. Was bist du für ein fettes, ekelhaftes Viech, ey? Oh, hier ist dieser Eisladen von Steve. Das ist cool gemacht. Das ist richtig cool gemacht. Sogar ein Cupcake. Oh ja, cool. Oh, das ist echt schön. Hier sind coole Geschenke. Oh, das sind die ganzen Jungs. Okay, das ist Max. Das kann ich mir merken. Ganz hinten links, das ist 11. Da, Elfie. Ja, ja. Obwohl, das sind alles die Klamotten. Stimmt, die waren ja shoppen, die beiden, ne? Nee, Max und Elfie waren shoppen. Ja, ja. Oh, ich habe absolut keinen Plan mehr. Es tut mir so leid. Ihr werdet euch wahrscheinlich, ich würde mich umbringen, wenn ihr mich jetzt einfach, wenn ihr mich sehen würdet, weil ich mich absolut nicht auskenne. Für die ganzen Stranger Things Leute, die sich so absolut gut auskennen. Es tut mir leid. Okay, ist aber auch nichts mehr. Achso, eine komische Biene ist da. Hier ist nochmal Fahrräder. Ja. Bin ich hier richtig? Aber wo ist das? Da ist doch das komische Labor, oder? Ich glaube schon, aber wie soll ich da hinkommen? Vielleicht irgendwie da durch? Hallo? Nein, ich kann hier nicht durch. Och, Mann. Wenn man jetzt die Karte anguckt, müsste ja oben links das muss das Labor sein. Aber wie komme ich da hin? Eigentlich, wenn ich ganz unten lang laufe und dann den Weg da weiter. Dann müsste es ja gehen. Okay, das heißt, ich versuche jetzt irgendwie nach unten links zu kommen, zu dem Haus. Oder, ja doch, ist schon ein Haus. Und dann einmal Haus vorbei nach oben. Okay. Also Leute, bis gleich. So, da sind wir an dem Haus angekommen. Das heißt, hier jetzt an dem Haus vorbei, da. Und dann dem Steinweg vor. Ich glaube, da waren wir doch schon mal. Sind wir da nicht da hoch? Nee, doch, wir sind da hoch, aber wir sind hier nicht weiter. Wir müssen hier durch den Wald. Wir können da durch den Wald. Können wir hier durch? Oh nein, wir können hier nicht durch. Nein. Können wir hier rüber? Ja, wir können hier rüber. Und von hier können wir darüber? Bitte. Nein, können wir nicht. Och, Mann. Muss ich wieder zurück? Kann ich hier bitte wieder zurück? Bitte. 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 Nein, ich kann nicht zurück. Okay, ich glaube, ich komme hier nicht mehr zurück. Also muss ich kurz aufwachen und den ganzen Knarre nochmal eingeben. Och, Mann. So, da sind wir wieder zurück beim Zwillingssplitter. Und ich gehe jetzt einfach mal nach links lang und vielleicht... Ja, ich komme hier weiter. Stimmt, hier waren wir doch schon. Hä, bin ich doof? Aber stimmt, ich kann ja da nicht rüberspringen. Och, Mann, wie soll ich bitte da hinkommen? Ich will doch das Labor finden. Okay, dann laufe ich nochmal zurück und versuche nochmal einen anderen Weg zu finden. So, ich glaube, wir sind hier bei den Häusern, genau wo die ganzen Fahrräder stehen. Und von hier gehe ich hier runter. Und dann, genau, da bin ich dann auf die Idee gekommen, dass das Labor sein könnte. Da kann ich nicht durch. Okay, dann gehe ich hier durch, durch den Zaun und dann da hoch. Haha, dann, ja, ich kann hier einfach außen rum. Oh ja, okay. Und dann komme ich hier nicht weiter. Oh Mann. Ich habe das Labor zumindest gefunden. Ich glaube, das soll Elfie sein, wie sie im Labor ist. Da kann ich rüberspringen. Ja, Elfie, hallo. Hallo. Aber ich habe es gefunden. Ich hoffe, das zählt.
Wenn nicht, ist es halt blöd, aber ich glaube schon, dass es zählt, weil ich hab's halt gefunden so. Ich habe absolut keine Ahnung, Leute. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und das war jetzt, glaube ich, nach einem Jahr mal wieder eine Folge Animal Crossing, wo ich eine Insel zeige. Und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Und von mir, adios, amigos. Tschüss.